und Control. Salöchen, liebe CSGO-Freunde des Knallens, des Bumsens und des Bombeblendens. Mein Name ist Goldnova 2 und wir sind auf Camp David. Wir waren gerade im Einsatz gewesen und war schwierig gewesen, schwieriger Einsatz, aber haben gut bestanden. Also die Truppe hat überlebt, das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist immer, dass die Einheit gesund und munter zurückkommt. Und auch wenn manchmal ein Einsatz fehlschlägt, ist es immer wichtig, gesund und munter zurückzukommen, denn damit man wieder zu seinen Familien an seinen Esstisch zurück kann und nicht, dass man irgendwann die Fahne zusammengefaltet bekommt und sagt, hasta la vista, Baby, das war's gewesen. Gott sei Dank, bei uns sind alle gesund und munter wieder zurück nach Camp David gefahren. Wir wollen jetzt den nächsten Einsatz fahren, sind wieder andere Leute mit dabei. Ich habe jetzt ein neues Team, wir müssen jetzt losfahren. Wie gesagt, die anderen sind jetzt erstmal beurlaubt, also die haben sich das redlich verdient, ihren Urlaub. Und wir sind jetzt, wie gesagt, auf einen neuen Einsatz. Ich fahre mit, ja, ich fahre mit, weil, wie gesagt, ich bin ja jetzt im Moment Schichtleiter. Also Camp David, schwierige Kiste, Mann, völlig überarbeitet, ja, völlig überarbeitet. Die Mitarbeiter, die wollen alle Urlaub haben, Lohnerhöhung und was nicht alles, ja. Und einer hat es schwanger geworden und alles. Ach, das ist, ich sage ja, mit so einer Marke wächst die Verantwortung. Das ist einfach schlimm, einfach schlimm. Aber ist nicht so schlimm, dass es so schlimm wäre. Deswegen ist es nur so schlimm, aber nicht schlimm. Also ich gehe mal zu den Leuten, mal gucken. Ich stelle euch mal vor, wer von den alten Haudegen mit dabei ist und neue Haudegen. Wie gesagt, alles Haudegen. Bei uns spielen immer Legenden mit. Egal wer mitspielt, es sind Legenden. Ja, von unglaubliche, ist halt so. Ich freue mich jedes Mal, wie gesagt, wenn Leute mitspielen, freue ich mich jedes Mal. Also ob wir jetzt gewinnen, gut, ich meckere dann manchmal, ja, wenn man jetzt für YouTube-Leute, ich meckere manchmal mit den Teammates oder so. Das ist aber Liebe. Ja, das ist Liebe. Hey, du Arsch! Warum spielst du so scheiße? Nein, so jetzt nicht, aber das ist Liebe. Das nennt man Liebe. Und nicht schlimmer ist eine Gleichgültigkeit. Ja, mach doch, was du willst, ist mir doch egal. Ja, mach doch, was du willst. Ja, sondern das ist Liebe, wenn ich praktisch mit den Teammates meckere. Das nennt man Liebe. Und, was soll ich sagen? Wo wollte ich eigentlich hin mit meiner Rede? ja. Achso, auf jeden Fall freue ich mich immer, dass alle mitspielen bei CSGO. Wie gesagt, nichts ist trauriger, als wenn du alleine CSGO spielen musst und dann rausgevotet wirst. Ich kann davon ein Liedchen singen. Ja, denn ich spiele ja manchmal zu Zeiten, wo meine Community schläft und dann muss ich alleine CSGO, habe ich früher jetzt nicht mehr ganz so viel, aber so am Anfang habe ich dann manchmal alleine Matchmaking gemacht und das ist halt schlimm, wenn du dann rausgevotet wirst, ja, und dann fühlst du dich halt so alleine gelassen, ja, und die bösen Kollegen, die vergisst man natürlich nicht, sondern man wird sie dann irgendwann mal im Deathmatch ihre Schädel rasieren, ganz klarer Fall. Und deswegen ist es natürlich toll, wenn du Leute hast, mit denen du spielen kannst. Das ist das Beste, was geht, wenn du Leute hast, mit denen du spielen kannst und bist nicht so Muttersehen alleine, dann kann man dich nicht rauswurden so einfach. Weißt du? Ja, das ist das Tolle und du kannst halt schön CSGO spielen und sowas. Deswegen freue ich mich immer. Egal, manchmal rieche ich mich natürlich auch und ärgere mich auch so. Aber wie gesagt, trotzdem, innerlich freue ich mich, dass ich immer mit der Community CSGO spielen kann, dass Leute am Start sind, mit denen man spielen kann. Ja, und wie wir alle wissen ja, CSGO ist halt ein sehr emotionales Spiel manchmal und normalerweise sehe ich dieses Spiel als Entspannung an. Ich weiß, das sieht man mir manchmal nicht an, aber verglichen mit ETS ist CSGO wesentlich einfacher. Nee, ist so. Also weil ETS ist wirklich knüppelhart. Da ist CSGO schon echt ein bisschen ruhiger, ein bisschen geschmeidiger. Man regt sich zwar auch auf, aber das ist ein anderes Aufregen. Jetzt nicht so emotional tiefgreifend, dass du Herzinfarkte gefährdet bist, wie bei ETS. Ja, da bist du definitiv irgendwann so ein Kassenpatient oder sowas. Ja, also wie gesagt, CSGO ist eher so oberflächliches Aufregen emotional. Nicht? Zwei Tage später, drei Tage später, nachdem du deinstalliert hast, installierst du es dann wieder und dann geht es wieder weiter oder so. Aber bei ETS, das geht tief in die Substanz in deinen Körper rein, kannst du sagen. Ja, Mann. Schon allein die ganzen geilen Bräute und das. Ja, das habe ich da. So, ich gehe jetzt mal zu den Kollegen, wenn ich so lange rumrede. Okay. Ja, la, 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 la. So, bin wieder da. So, ich stelle euch mal kurz vor. Also, mit am Start ist MKK, alias Mike, ist mit am Start. Hallo. Dann Mr. Sirage bei uns im Chat ist jetzt mal mit dabei, der mal sagt, ich bin dabei und dann ist er doch nicht dabei, weil er verschwindet dann wieder. Wie anonym. Ja, bitte. Das war einmal. Also, mir kam es wie gefühlte Ewigkeit vor oder sowas. Und dann ist Prince of Teddy mit am Start. Ich muss mal aufpassen, dass ich Daddy sage. Der ist richtig heiß. Der hat gerade im vollen Game über sich hinausgewachsen wahrscheinlich. Und dann ist ein... Dann ist 33. Und dann haben wir neue Frischfleisch mit am Start. Der hat sich gesagt, ey, ich muss jetzt mitmachen. Ich halte es nicht mehr aus dem Kopf. Rocket ist auch mit am Start. So. Ja, genau.
Nun gucken wir mal, wo uns der Wind hintreibt, wie Prince of Persia. Ja, mal gucken, was wir reißen können und was so geht. Und was geht, Mann? Eine Runde geht. Okay, Mann, ich bereite mal alles vor. Bin ich noch drinnen? Nee, oder? Bin ich draußen drinnen? Wo bin ich eigentlich? Ich muss annehmen irgendwas, oder? Nee, du bist in der Lobby. Ich bin in der Lobby, wir sind in deiner Lobby drin. Ich sag mir jetzt nicht, dass ich mir die Arbeit machen muss. Doch. Nein, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich bin immer eingeladen worden, wie Reinhard Grebe. Mein roter Teppich klebt an meinen Füßen und der ging gar nicht mehr ab und so. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich spiele erst 880 Stunden CSGO. Weil ich muss erstmal Spiele reinjoinen. ist 54, Cosi. So, das heißt, uns fehlt eigentlich noch ein Mitarbeiter, oder? Eigentlich fehlt uns noch ein Mitarbeiter. Ja, warte mal, ich muss Er den Link kommt. schicken, weil auf Ach so, ja den. genau, ich wollte gerade sagen, uns fehlt hier noch. Geht nicht. Dann macht ihr mal. Hier, macht ihr mal klar. Was muss ich jetzt machen? Du wartest erstmal. Du wartest, dann kannst du einfach auf Start unten drücken. Nee, jetzt machen wir erstmal die Lobby, Digga. Dann machen wir erstmal hier Kartenmanagement. Einfach Start drücken. Da, ihr Willst du wisst mich ja, rein? ihr wisst ja Ja. gar nicht, ihr wisst ja gar nicht, was ich spiele. Vielleicht ist das, könnt ihr da gar nicht, ist das gar nicht euer Level vielleicht. Ich Bitte muss nicht ja Kennels. Bitte nicht vielleicht Kennels. runterschrauben oder sowas. Kennels, Also, Alter. ihr wollt Kennels alle? Das ist ja ein Nein. Ding. Nein, bitte nicht. Prinz, du willst Kennels? Ich dachte Also ich bin nicht. für Aztec. Nein, bitte nicht. Prinz will unbedingt Kennels, sagt er. Das ist ein Ding, Mann. Das finde ich, ey, also Prinz, ich finde es das cool, dass du jetzt auch für Kennels immer bist. Das finde ich voll nice von dir. Ich soll langsam verstehen wir uns. So langsam verstehen wir uns. Ich finde das gut. Also Prinz, wie ihr hört, der mag absolut Kennels. Das ist die richtige Einstellung. Digga, du machst dich langsam. So, was wollen wir denn spielen? Habt ihr denn irgendwelche Wünsche? Such mal nach Toskana. Toskana? Da fährt jetzt. Nee, Sabine fährt woanders im Urlaub hin. Nee, was wollen wir spielen? Bist du das, Rox? Ja, der Momfred. Also wir spielen auf jeden Fall schon mal nicht Nuke und schon mal nicht Office. Aber ihr könnt uns trotzdem dann weiter alles aussuchen. Ich bin auf jeden Fall für Ja, so ist doch das. gut. Für das, ja, meine ich auch. Warte, warte, denkt dran, wir sind jetzt ein Team, da darf man nicht durcheinander reden. Wie auf Arbeit, da muss man, jeder darf einmal, sonst kommt man nicht durcheinander bei der Arbeitsgesprächsgruppe sozusagen. Also, wer will was spielen? Was soll er machen? Cobblestone. Ja, ich bin auch für Kabel. Zwei sind für Koppel. Was noch? Die Frage. Was noch? Hier. Inferno. Das. Overpass. Das hatten wir gerade gehabt. Inferno, okay. Rage. Was war noch? Was war jetzt noch? Overpass. Rage. Overpass. Overpass. So, was noch? Habe ich gehört? Mirage. Hört ich Train? Hat jemand Train gesagt? Ja, bitte, mach Train rein. Train habe ich gehört, ne? Train habe ich gehört. Ja. Hat jemand Alle Kennels Leute. gesagt? Nein. Ja. Prinz Nein. meinte Kennels irgendwas, oder? Mit Kennels will er gerne haben. Nicht so. Kennels. Aber Prinz, tut mir leid, ich würde jetzt gerne Kennels reinmachen, bloß wir haben gerade Kennels schon gespielt, deswegen lasse ich Kennels jetzt draußen. Ansonsten würde ich für dich gerne Kennels reinmachen, aber wie gesagt, wir haben Kennels gerade gespielt. Ja, dann haben wir alles, oder? Oder will jemand noch Cash und Mirage vielleicht zufällig? Ja, mach Cash, einfach Endo rein. Cash. Ich höre die ganze Zeit, wie ihr redet. Agency, kann das sein? Habe ich das richtig gehört? Nein, Alter. nein, ja, Nuke am Agency? besten, noch Nuke Die, was sagst du? Ich verstehe diese Sprache nicht. Was sagst du? Nuke. Du sagst Agency, richtig? Oh, Leute. Ja, was kann ich dafür? Ihr habt mir doch die Verantwortung hier gegeben. Mach Ja? jetzt einfach, Kose, Ihr habt okay. gerade, Leute, ihr habt gerade den Bock zum Gärtner gemacht. Ja? Ihr habt den Bock zum Gärtner gemacht. Ja, ist okay, Kose. Okay, wir nehmen dann die, ja? Also trollt jetzt bitte nicht schon wieder rum. Office sagt einer. Nein, Office ist im Moment, da wird gesaugt. Hat dir das keiner Einfach gesagt? starten jetzt. Wir haben die Ne, Maps. warte, ich muss erstmal übernehmen machen. Ich kann nicht so einfach außer übernehmen starten. Das geht nicht. Princess, das muss man dir noch beibringen. Du kannst nicht so einfach starten. So, ich muss erstmal die Genehmigung einholen, dass wir da hinfahren dürfen. So, okay. Genehmigung ist geholt. Wir haben die Erlaubnis, dorthin zu fahren. Seid ihr alle bereit? Wollt ihr nochmal Lulu machen gehen? Nein. Oh, nee, passt. Nein. Ich bin ein guter Teamführer, oder? Guck mal, ich frage, ob. Geht's euch alle gut? Wollt ihr euch noch ein Käffchen holen, eine Zigarette drehen oder ein paar Wer Chips oder der so? Bart wird nicht abgeholt. Popcorn? Popcorn vielleicht jemand? Nein. Okay, gut. Dann drücke ich jetzt. Seid alle bereit, ja? Dann drücke ich jetzt los. Ja. Okay. Und votet doch mal, was wird denn kommen? Cobblestone. Ja, Kabel, bei unserem Kabel. Glück Inferno. Also ich Nicht sage so. mal, es kommt. Moment. Train, train. Es kommt. Ja, also wenn du falsch abbiegen tust mit dem Bus, dann auf jeden Fall Train. Bestimmt.
Warte mal, ich muss überlegen, was kommt. Es kommt Cobblestone. Ich persönlich würde gerne Train spielen, aber es kommt leider Cobblestone. Wenn jetzt Inferno kommt, dann wäre es schon. So ein Teilchen, alle neun und alle alten übrigens. Hier alle neun. Gib mal five, ja. Und alle alten. Nackenschlag natürlich. So. Und immer dann denken, alle schön brav sein, sonst. Kommt der Weihnachtsmann. Nein, werdet ihr verhaftet. Ich habe jetzt die Marke, wie gesagt. Vorsicht. Vielleicht kommt auch Contra. Nee, da musst du Pro mindestens geben, sonst kannst du kein Contra bekommen. Achso, hier, für die Zuschauer, die im Chat hier, votet mal mit, genau. Zum Beispiel Dings sagt hier, Schika sagt Inferno, Night Smokey sagt Train, wie ich gerne hätte, aber leider Cobblestone kommt. Und Dynamic Dude sagt Inferno. Okay, noch jemand? So, Drulli sagt leider falsch. Drulli ist noch ein bisschen benebelt von der Nacht wahrscheinlich. So, was noch? Rolling sagt Inferno, okay. Ich krieg jetzt langsam Hunger, ich habe seit gestern nichts mehr gegessen, Mann. Ich muss unbedingt vielleicht mal danach irgendwann so ein Essen. Weil wenn ich jetzt Essen mache, dann kommen auf jeden Fall Fischstäbchen. Oh, lecker. Xerox sagt, das zwei Trollen. Nein, das ist leider nicht mehr drin, Xerox. Mach bitte Vote nochmal. Nur weil Xerox gerade getrollt auf das 2 oder was? Nein. Nee, ich glaube, Xerox hat. Nee, der hat auch gute Leistung gebracht. Hier ist Princess über sich hinausgewachsen. 32 Kills. War richtig gut. Das auch Skyrim. Ist Main Rank oder auch Smurf? Also, ich bin Smurf-Spieler. Also, ich bin ja, wie gesagt, High Five. Das ist mein Main-Account. Ich habe es ja in CSGO angefangen. Ein sogenannter Söldner bei der ESL. Ich bin ein sogenannter ESL-Söldner. Und ich springe dann bei den Teams immer ein, wenn die Kohle passt, und dann mache ich mit. Ja. Oder wenn ich Bock habe, in dem Team zu spielen. Sogenannter ESL-Söldner heißen die Typen, ja. Ich habe nie was von dir gehört. Ja, weil, pass auf, das ist so, du kriegst dann immer eine Maske von denen, der ausfällt, und dann setze ich die Maske auf und dadurch erkennt man mich nicht. Also ich habe praktisch die Maske von dem, ja? Kose ist alias. Also ich setze dann praktisch so eine Latexmaske, die werden extra hergestellt für mich, und dann sehe ich genauso aus wie dieser Typ, der aber theoretisch gerade gar nicht da ist. Ah, nee. Ihr müsst euch bloß gucken, wenn ihr so einen hervorragenden Aim habt plötzlich, und warum spielt ihr auf einmal so gut? Das bin ich dann eigentlich in Wirklichkeit. Ja? Also, okay. Der spielt sonst nie so gut und auf einmal spielt er so gut. Achtung, ich habe noch 8 Sekunden. Dahinter bin ich dann meistens hinter dieser Maske. So. Ja, vielleicht bist du auch das spinnende Gap, right? Dann weiß ich nicht. Nee, ich bin meistens, wenn ein Spieler besser spielt und mehr über seine Leistung spielt, das ist ja gar nicht. Das bin ich dann als Auswahlspieler Söldner sozusagen. Overpass ist gekommen. Spiel ich zum ersten Mal jetzt die Map. Echt? Und das wird schwierig. Das wird schwierig, wirklich jetzt. Echt jetzt? Wie heißt die gerade? Achso, Overpass. Allein, dass wir schon No Rank, also den Cross-Faktor. No Rank. Lass uns mal No Rank machen. So. So, lass uns erstmal den Gegner ein bisschen psychologisch zerstören wieder, okay? Also, Xerox hat gesagt, ich soll mehr Leistung bringen. Immer dieser Leistungsdruck. Ich nehme dich an die Hand hier. Du musst immer hier die Treppe hochgehen. Dann stehen hier so ein paar Typen und die schießt dann einfach mal so ab. Hast du gesehen? So musst du es machen ungefähr. Jetzt mach mal nach. Nicht so schwer. Xerox, war das gut gerade? War das gerade leistungstechnisch gut? Huch. Du hast Bots gekillt. Ja, aber. Das war schon eine Leistung. Das ist nicht so einfach. Versuch mal Bots zu killen. Manche Bots sind richtig episch. Die sind schneller. Ich hätte einen One-Shot drin, ne? Ach, ich gehe A lang. Ja, der blockt nicht. Ich hab jetzt. Ja. Hier kommen sie nicht durch. Ali Debut! Der war gut, Digga, der war gut. Ich hätte eine Blendgranate mit. Wo sind denn die jetzt alle? Sag mir jetzt nicht, habt ihr alle. Oh, die spielen ja gar nicht richtig. Ach man, die spielen gar nicht richtig. Nee, das ist kein gutes Zeichen, wenn die nicht spielen. Warum? Weil die Gegner dann meistens ziemlich gut sind. Das ist richtig. Gute Gegner stehen meistens rum, holen sich einen Kaffee, gucken sich nochmal ihre Penthouse-Zeitung an und dann fangen die an zu spielen und so. Das ist immer nicht gut, Mann. Auf geht's. Das wird ein. Das ich.
Ich habe schon jetzt Angst, ehrlich gesagt, ein bisschen. Aber lasst uns trotzdem optimistisch bleiben. B oder bleiben. A. A oder? Erstmal sprayen, Leute. Hängt dran, das wo ist wichtig. Wo ist hier B? Wo ist hier A? Wir gehen B. B. Wir gehen geradeaus B. Lass mal geradeaus B. Ich habe ein gutes Gefühl, bei B sehe ich uns. Hier unten ist B und das ist ein schlimmer Ort. Ja, passt auf, dass euch nicht die Füße nass macht. Nicht die Schuhe sind meistens nass, wenn man hier lang geht. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hier B? Ja, das ist B. So, Vorsicht und denkt dann, Schuhe immer schön Strümpfe hochziehen und so. Einen habe ich. Einer. Gehabt mir aber instant. Warte mal, was haben wir denn für Ränge eigentlich anwesend bei uns? Okay. Dort ist einer. Tschüss. Noch ein. Ich finde mich jetzt so ein bisschen unter Druck gesetzt von Xerox, muss ich mal sagen. Schön. Ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt, muss ich mal sagen. Ich hab einen Kill gemacht. Wollen wir eine Ecke-Runde machen, Leute? Ja, bestimmt. Ja. Was ich bin für McTen. So, okay, dann weiter geht's. Erstmal sprayen, das ist wichtig. Wo gehen wir hin? Was wollen wir machen? Ich hab mir jetzt noch eine McTen gekauft. Ist ja, mal A. Jetzt alle A. Okay, jetzt alle A. A ist hier oben die Treppe hoch, Leute. Ja, okay. Achtung, die kommen da mal. Die sind manchmal ganz böse und sowas. Water push, ah, das bist du. Schön, Robin. Oh. Nectar down. Schön. Huch! Was war das denn jetzt? Wer hat mich angeschlossen? Der stand im Weg. Ja, sorry. Ey, was ist denn? Warte, lass mir mal einen übrig. Wo sind denn die jetzt alle? Macht jetzt keinen Scheiß jetzt hier. Ja, der hat der da eine Digi? Die hat ja einer eine Digi fallen gelassen. Mensch, die sind teuer. Also, dass hier einer eine Digi fallen. Sag mal, wo ist denn jetzt der andere? Boah, was ist, jetzt ist vorbei hier mit rumalbern, ich hab die Bombe, so. Oh oh. Die zündet sie im T-Spot. Wo gehen wir hin? Oh, hier unten, 5 Sims. Ich würde sagen nochmal A. Hört sich kompliziert an, aber ich bin dabei, okay. Ja, danach werden sie wahrscheinlich Langbomben kaufen und dann müssten wir B. Connector ist immer noch Shotgun. Seid Vorsicht. Aua. Connector down. Oh, wie wer smoked denn jetzt? Hier kann man ja gar nicht sehen. Oh, ich hab mich richtig vereint. Noch einer, vor Connector. Ja. Push jetzt Connector hoch. Toiletten drin. Dann kommt der wahrscheinlich über A lang, oder? Nee. Toilets. Toilets? Oh, ja. Moment, ich muss ja. Puh! Was war das denn? Ja, ich wollte eine Flash machen. Der Raid kannst du was legen. Oh, easy. Habt ihr gesehen, ich wollte eine schöne Flash vorbereiten und dann schön elegant blenden und so, aber. Hat nicht funktioniert. Gut, ich hätte natürlich auch hinter den Container gehen können, aber ich dachte, ich mache ein bisschen mehr Show für die Zuschauer und so. Ich wollte halt ein bisschen elegant sein, verstehst du? B war hier. Das war ziemlich schwierig gerade. Habe ich mir eine Weste gekauft eigentlich? Ja. Wo lauft ihr denn hin? Wartet doch mal auf mich, Mensch. Immer dieser Stress. Ja, B ist frei. Bomb has been planted. Schön. Werden da kommen, Rabanne. Einer kommt hinter euch. Vorsicht. Wasser. Vorsicht. Keine Ahnung. Flashbang! Da ist keiner. Sicher? Ja, sag einmal, der wollte ja gar nicht sterben. War da keiner? Doch, der hat aber, der war ganz schön stark gewesen. Der hat ja, der hat eine doppelte Weste angehabt, glaube ich. Wo der die her hat, habe ich mich jetzt auch ehrlich gesagt gefragt. Woher hat der die sich gekauft? Ey, Cosi, du hast einen Kill. Ja, ich dachte, ich fange erst mal ein bisschen nicht so ganz so schnell an. Bitte hier lang. Ah, das ist zu wenig. Da kommst du in Connector. Achtung, ein bisschen schnell. Die sind sehr schnell da unten, ja. Da war noch einer, gell? Vorsicht. Ja. Achtung, ich flash. Noch einer.
komm von hier oben. Jo. Ja. Komm, ich mach. Ich bin bei so, ich bin so ein bisschen Mitte, so ein bisschen. Plante. Activating the bomb. Fuck, da ist keiner. Einer kommt schon, einer kommt schon auf. Dein Ernst? Ich war für Kills hier. Eine Eco, oder? Von denen. So, LM hat noch keinen Kill. Guck mal, ich hab 202. Das ist wie Deutschland, wenn Deutschland spielt, oder? Guck mal. Nee, wenn man 99 in 2 auch wieder gibt. Ja, ist durch. Ist durch. Ja. Ich hab 202, Leute. Das ist schon. Das sieht richtig warum nice aus. Wie Deutschland? Keine Ahnung, mir ist gerade kein besserer Spruch eingefallen, deswegen. Ihr wisst ja, ich muss man unterstützen. Mir ist gerade kein besserer Spruch eingefallen, deswegen. Oh, wir müssen ja hier runtergehen. Ach so, sorry. Soll ich die flashen, blau? Grün? Nee, nee, alles gut. Ja, da kannst du dran. Nee, da, nee, brauchst gar nicht. Achso, wie wollt ihr? Ja. Aber, komm mal hier, bitte. Wer redet denn mit mir? Rage. Na, ah, oben ja. Aufs Gelände. Aber hier an der Kante. Was da vorne? Oh, okay. Jetzt aufstehen? Ja. Alter, die Flash. B ist durch, B ist durch, ich bin B durch. Ja, B ist sie frei aus. B ist clear. B ist clear, ja. Wo sind die alle? Ich baue. Einer ist durchgelaufen. Ist Monster gewesen, das T-Spawn. I'm planted. Bomb has been planted. Wo sind denn die alle, sag mal? Das sieht schick aus, oder? Warum haben die schon Bot? Eines geliebt. Die alle AFK vielleicht? Throw in fire. No way, die AFK sind dann. Rennt einfach. Oh nein, die Bombe läuft ja schon. Rennen. Ja, ich laufe schon. Tschüss. Das war auf jeden Fall. Wo waren die? CT. Wie, jetzt hat Lucia mit? Nee, oder? Wir sind die runtergelaufen in der letzten Sekunde und dann ist die Bombe schon explodiert. Ach, sind sie gestorben? Ja, ja. Wie, machen die, spielen die nicht richtig mit? Doch. Das schon, aber ich hab's irgendwie nicht gepeilt. Vielleicht gucken die ja Hypnos Volt nebenbei. Ja. Oh Mann. B ist frei, Alter. Nein, B ist nicht frei. One party. Heaven. Made in heaven. Hinten. Schön, Alter. B ist frei. B frei. Nein, ich hab hier noch einen. Junge! Wo ist denn der Vogel? Ich hab 1 HP, Leute. Ja, warte. Ist A frei? B ist frei. B frei, gib A ist nicht frei. Wo ist der Vogel? Oh, was ist denn das für eine Waffe? Geht sie einfach bei A hinterm Truck? Ja, natürlich tötet der mich noch, Alter. Scheiße, Mann. Wo war der? Der ist ja hier, wie heißt denn das so? Ja, der läuft hier dabei, wo man, wenn man bei da hochgeht Richtung A und so. Der wird jetzt kommen, nicht. Der, der läuft da hinten beim unseren Spawn da hinten rum. Der kommt, der muss rein. Also wenn er kommt, kommt er wahrscheinlich über Toilets oder so wahrscheinlich. Zweimal. So Mitte Toilets so durch so vielleicht. Nö, nee, der steht in dem Auto. Am ja gut, dann ja. Oder? Wir fassen, wir fast einen Kill gewonnen, habt ihr gesehen? Ich glaube, ich sterbe. Ja. Ach, ja. Ich glaube, CD wird lustig. Ja, CD wird sehr witzig. Hast du den gerade noch gekillt? Nein. Nee. Warum haben wir jetzt eigentlich 2 AWPs? Oh, ich habe was, hab ich habe eine AWP? Ja. Ja, beide eine AWP. Das. Wo gehen wir hin?
Wollen wir B? Wollen wir B ein bisschen Action machen? So ein bisschen so Action-Jackson-mäßig so? Go, go, go. Er steht da mit einer Shotgun auf B. Ja, moin! Ey, Mann, er steht uns. Schön. Das ist der einzige Server, oder wie? Fuck! Wo sieht er? Pass auf! Wo sieht er? Ist doch einer! Ja, nun bleib doch mal! Lass doch mal! Ey, ich hab auf den geschossen! Ich hab mir Mühe gegeben, der wollte nicht sterben. Habt ihr gesehen? Ist meine Smoke eigentlich gut geflogen? Die sah gut aus, oder? Aber komm, ich hab auf den geschossen. Sagt jetzt nicht, ich hab mir keine Mühe gegeben. Schön. Ah, ich hätte gerne meine Smoke gesehen, wo die abgeblieben ist. Ja, Achtung, vorne kommen die Monster. Camp David, wir sind im Einsatz. Ja, wir sind auf jeden Fall im Einsatz. So, ich habe mal Meldung durchgegeben. Wie viele Kills habe ich jetzt? Zeig mal her. Triple Movement. Guck mal, Luftballons. Man ist ja Rage, du hättest mal ein bisschen die Luftballons genießen sollen. So geht es ja gar nicht, Mann. Er hat aber nicht genug. Siehst du, hättest du die Luftballons genossen, dann wärst du jetzt viel später gekommen und hättest ihn von vorne totschießen können. Hättest du mal dir die Luftballons angeguckt? Ja. Ich hab dir gesagt, guck dir die Luftballons an, dann wärst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Du warst hast zu früh. Du, nicht gesagt, du hast gesagt, du hättest die Ballons genießen. Hättest du die Ballons genießen. Ja. Du hättest die Ballons... Genießen. Ja, wärst du, hättest du die Ballons länger die angeguckt, dann wärst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Du warst zu früh. Aber das kriegen wir hin. Da arbeiten wir dran. Nee, an die Ballons. Sollen wir jetzt mal kurz A gehen nochmal, oder? Aber nur kurz, okay? Jetzt nicht so lange dahin gehen. Now is the time. Also, so, jetzt los jetzt hier. Also, lass uns mal dahin gehen. Soll ich ein bisschen Connector machen oder so? Das wäre doch auch mal ganz neu, eigentlich. Achtung, einer wird A lang kommen. Der scheiß Bot, ey. Habt ihr den A lang? Mhm. Ja. Cool, dass ich das wusste, oder? Immer diese Warnex. Nee, das ist einfach, das ist, ich... Ich hab gerade so dieses. Oh, guck mal, die haben ja die Wand frisch verputzt oder sowas. So, okay, weiter geht's. Ja, die Arme auf. Ja. Pass auf, Gabe. Das ist gut. Das ist eine Darmtoilette. Da hat doch tatsächlich einer. Die ist, hoffentlich kommt die jetzt nicht aus der Toilette raus hier. Weil ich bin ja gerade mitten im Einsatz. Ich hab dich voll abgelenkt mit der Smoke, Alter. Der war geil, Mann. Den hab ich voll reingelegt. Der war so reingelegt, der ist gar nicht mehr klar mit seinem Leben gekommen, Alter. Den hab ich voll reingelegt. Guck so nach hinten, ey. Was ist denn da? Die Smoke kommt nieder jetzt, oder was? Ah, das war geil. Oh, den hab ich so reingelegt, Alter Schwede, Mann. Ich freu mich so, Mann. Das war so geil, Alter. Hä? Ist dir von der Smoke gefallen? Konzentration jetzt bitte. Oh, ich kann nicht, Mann. Lalalala. Okay, Mann. Lalalala. Hä? Die haben sich selbst abgeschossen. Machen sie jede Runde. Wie? Was machen die jede Runde? Die schießen ihre Mates an. Ach man, was soll denn die Scheiße? Sollen sich Mühe geben, Mann. Weißt du, ich bringe ja voll die Leistung und die albern hier alle rum, Mann. Das ist voll scheiße. Moment, blau, wo bist du? Achso. Wer ist denn hier die Wand? Wer hat denn hier eine Wand hingestellt? So. Oh, das sieht cool. Oh, guck mal hier. Jetzt sieht die Sache perfekt aus. Nein, ich wollte mich doch nein! Was war das? War das der Bot oder war das eher so eine Bot? Guck, da liegt da einer. Toilet ist einer. Grenade
Ist er tot? Hat der da geschlafen in der Ecke? Oh, der hat hier eine Arbe, Leute. Kauft euch die Arbe. Hier, nimmt die Arbe. Achso, er hat schon eine. Hier, ich nehme euch noch eine. Ah, hier habt ihr noch eine Arbe, Leute. Hier. Ich muss noch die Taste finden. So, jetzt hier. Deckt euch zu mit Arbe ohne Ende. Na siehst du, dann können da jetzt alle Arbe spielen. Das ist nicht toll. Was, so was? Ja, cool, ich nehme die Arbe, Pee. Ich? Mit einer Arbe? Okay, dann. Okay, spielen wir auch noch. Ach man, ich hab gerade mich so. Jetzt gut. Weißt du, jetzt wo ich anfangen wollte mit einer Arbe zu spielen und so. Ja, ich bin aufgestiegen, oh man. Ich nicht. Ich auch. Ja, dann mach einfach gerade wieder los, komm. Gerade losmachen? Go, 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 go. Ja, nächste Runde hier. Okay, dann machen wir noch eine Runde. Okay, eine Runde noch. Anders. Wollen wir was rausnehmen? Nein, nein. Nochmal, ja? Ja, Overpass. Kannst du Overpass. Overpass raus, okay, Overpass raus. Wollt ihr jetzt Lulu machen gehen, irgendwas oder so? Nein? Nein. Okay, nein. Dann weiter geht's. Und go, Leute. Mein, weißt du, jetzt wollte ich so richtig anfangen mit Arbe, wo ich ja praktisch, das ist ja praktisch fast schon meine Main-Waffe in den nächsten 800 Jahren. Und aber naja, was soll's. Jetzt wollte ich gerade zeigen, wie ich so drauf habe mit der Arbe, aber leider war das Game zu Ende. Leider, leider. Hallöche alle neuen übrigens. Gib Pfeifen. Manfred hatte viel zu tun. Manfred hat viel zu tun? Ich habe immer die Kills abgestaubt. Manfred hat viel zu tun. Okay. Ready. Ich musste halt quasi nichts machen. Ja, wir waren einfach zu. Achtung, was kommt denn jetzt? Ich sage, es kommt. Kabel. Es kommt Train. Inferno. Es kommt jetzt Train. Let's roll. Dark Kabel. Sag ich doch. Ja, oh, Kabel auch. Ja, war ja klar. Also Train kommt bestimmt nicht um die Uhrzeit wahrscheinlich. Ich bleib A, wenn ich CT bin. Will der Tiger sagt P90 beste. Nein, M4 und AK Kalaschnikow, lalala. Übrigens, so. Ich bleib jetzt A hier, weil ich kann wenig. Wie, hast du was an den Beinen oder warum willst du jetzt nicht mehr laufen? Oder? So, los geht's. Ja. So, CT. Super. Ja, ich geh A lang dann immer. Oder wo wolltest du hingehen? Mir egal, ja, also. Kannst hingehen, wo du willst. Ruhig. Ah, no scope 360. Easy. Oh, schade. Deploying flashbang. Legendary smoke. Throwing smoke. War ein schöner Flash, habt ihr gesehen? Hat viel Spaß mit meinem Hühnchen. Oh, guck mal hier, ein Gartenschlauch. Cool, hab ich noch nie gesehen. Achtung, Flash! Tatsache. Hä? Die joinen ja nicht mal. Oder sind die schon? Die waren schon alle da. Ach, die sind oben! Da los rum. Ey, wer tötet denn meine? Ich denke die ganze Zeit, ich töte die alle und dabei kriege ich nicht einen Killer ab, Mann. Huch. Oh, hier ist ein Pfeiler am Weg. Ach du Scheiße. Sag einmal. Oh. Huch, huch. Kann man kurz noch den Kinetic Headshot Controller? Ja, kenne ich. Oh, need help you! Ist es nicht der mit diesem Bande an der Brust? Ich glaube, ich werde besser langsam. Ich habe das Gefühl, ich werde besser. Nein, so ein Scheiß kauft sich keine Sau. Oh, jetzt habe ich was. Was habe ich jetzt gemacht? Was soll der eigentlich bringen, bitte? Ohne die Headshots oder wie? So, ich gehe nach B, ja? Weil ich habe da irgendwie Bock drauf oder so. Der macht keine Ohne die Headshots. Wenn du im Config eingemacht, du siehst damit deine eigenen M8 und was sie haben. Nö, brauche ich nicht. Ich sehe das alles von meinem inneren Auge. Das ist das Schlimme. Ich weiß genau, was alles. Ich weiß genau, was alles passiert. Ich versuche das nicht zu sehen, dass ich noch ein bisschen überrascht bin oder so. A clear. A clear. B. Komm B. Von A. Mann, Bombe. Nicht step, nicht step, nicht step. A lang down. A B down. So. Mit einer Ace für Ravani? Nein. Hallo, nicht, wer hat den Kill gemacht? Also. Hallo. Der letzte ist bestimmt im Klo, warte, den stech ich. Den stech ich. Den stech ich ab. Oh, noch ein Huhn. Hab ich zwei. Warte mal, ja, hast du den? Werf ihn. Wer hat meinen Huhn getötet?
Niemand von uns. Ey, warte mal, jemand hat einen Timeout. Oh ne, jetzt ist ein Timeout. Der war nicht AFK. Schnell! Yes! Nochmal schnell, wie schick sie geht. Ach, ich hab's doch noch, ich dachte, ich, ne, jetzt ja, hab ich's falsch gespielt. Noch ein Timeout, ey. So! Ja, ich würde sagen, alle Negev kaufen. Rabani, du hast einen. Was kaufen? Einen Negev? Du hast einen. Nein, war Best. Ja. Ich hätte jetzt fast gekauft, Mann! Muss aufpassen, was er sagt. So. Ich hätte mir jetzt fast einen Negev gekauft, Mann. Also in der letzten Runde, wenn man, wenn es 15-0 steht, ist lustig. Leute, die machen hier eine Auszeit, Mann. Warum machen die denn jetzt eine Auszeit? Weil sie lustig sind. Wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen, Mann. Hallo, Team. Haha. Okay, dann kann ich mir ein anderes. Ja, mein Hühnchen. Wie viel habe ich denn davon noch? Hat man noch zwei? Nee, dann nicht. Der erste bei den Thomas hat ziemlich viele Minus-Raps auf dem Profil und hat auch schon in mehreren Spielen einen Bann. Oh, ja gut, dann. Unsere Leute, ja? Also wenn, die gegen... wenn er trollt oder er hackt. Wer denn? Bei uns jemand jetzt oder was? Nein. Der Gegner. Der Gegner. Oberste. Trollen oder 21 oder hast du. Oder? Was hab ich? Ich hab 21. Kinder, ne? Let's go, Bibo! Bobbidi, bubbidi, bubbidi! Oh, ich hoffe, die kommen langsam an, ey. Erst noch ein Huhn. Ah, sieht wieder clear aus. Grenade out! Ah, ist clear. Ah, ist clear. Über T-Spawn. Flashbang. Ja, moin. Aber Dropper. Die stehen da noch einfach alle rum. Ich hab nicht, Manfred. Gib mal Feedback, Leute, wo kommt denn hier was? Alan, WLAN, 60 hinten. Boah, ich hätte mich sogar noch umdrehen können. Ich hab mich sogar einmal komplett umgedreht. In der Zeit hat der mich durchgeschossen. Ich hätte einmal im Kreis Ballerina spielen können, sozusagen. Sprüher von Hahn, ach so. Haben sich jetzt ernsthaft geboostet? Nein. Nein, rechts, beide. Ja. Ja. Ganz schön also, spannend. Hat 0 Kills? Nicht so pushen, bitte. Aber ja. Relax. In sich ja selber schon wieder. Nein, mein Huhn. Ach, die können dann die ganze B gehen. Deploying Flashbang. Deploying Flashbang. Wie wieder nichts. Nein. Achtung, ich mach Flashbang. Deploying Flashbang. Ah! Wo sie? Ja? Da kommt was geflogen. Fire in the hole. Hey, warum schmeißt du Granaten hier? Was ist das denn? Was machen die? Weiß ich, hab Marker. Warum hab ich immer so komische Games, wenn ich mit MKK spiele? Was? Die stehen da gerade alle auf einem Haufen rum. Ja, unkoordiniertes Stück Hühner-Scheiße. Das ist so. Darf man das auf Twitch überhaupt sagen? Ja. Ich hole jetzt die Brandgranate und schmeiß die Bombe, die hier stehen. Wo sie nicht stehen bleiben. Kuri. Ich muss doch was sprayen, hallo. Hallo, Kuri. Bring dir auch gleich was. Das ist wichtig! Sonst haben wir unseren Aim nicht, das ist ein Glückssprayer sozusagen. Ja, ein Glück. B-Rush. Ein B-Rush? Ja, ging zurück. Grün, lass mal hinten jetzt einfach nur Bomben reinwerfen. Hab Spaß. Ja gut, oder so. Oh, da ist noch einer. Kriegst du den? Krieg ich, warte. Er ist irgendwo in der Play. Boah, ich krieg ja hier gar keine Kills, Mann. So, da war irgendwo noch Smoke. Ja, der ist bei mir. Cool. Ich krieg ja gar keine Kills. Ich hab seit der zweiten Runde meine Bison. Ich mach damit mehr Kills als mit einer AK. Echt jetzt? Traurig. Ja, das ist traurig. Ah, okay, man merkt auch, dass ich oder ein bisschen nicht so gerne spielt. Warum? Ja, letzte Runde sind ja auch die Gegner von mir weggelaufen gefühlt.
groß gehen, was das soll. Ah, einer ist da, pass auf, der ist. Bei mir oben? Nein, bei mir. Oh, ich hab sowieso okay, hast du. Warte! Das ist ein HP, das ist nicht so gut. Komm mal runter, warte. Ich will auch was töten! Ja, ich lass dir jetzt da kommen. Cozy, komm, schau lang. Nee, ich bin jetzt bei Dropper. Okay. Ah, der ist schon besetzt. Dropper ist besetzt. Dann komm zu mir. Ich komm jetzt B lang, okay? Ja. Throwing flashbang. Komm, ich push mit dir. Fliege. Oh, mir ist die Fliege ins Auge geflogen. Ich glaub's jetzt nicht. So. Deploying flashbang. Da kommt einer, Cozy. Wo ist einer? Hier. Töte ihn! Darf ich schießen? Nein! Jetzt! Incendiary! Nein! Die haben 43, die sind ja so low. Das müssen sie doch was sehen. Mann, du hättest so easy töten können, was machen kommt denn zu dir? Da? Ja. Hallo, hallo, da mach ich. Hallo! Schön. Du hast gerade richtig veraimt. Oh, ich ärgere mich gerade ein bisschen. Hat man gerade bemerkt. Cozy, Alter, ich krieg einen Headshot durch dich durch. Oh, was ist das hier für ein Grund? So, jetzt machen wir es gleich nochmal an. Jetzt. Nein, bitte nicht. Let's get this done. So. Oh mein Gott. Das sind ja die besten Gegner. Minus ein Kill. Warte, dann push. Da, Orange push nicht, gell? Die haben eine Arme. Incendiary out. Die haben eine Arme? Weil wir smoken jetzt. Lass die doch mal auf den Platz kommen. Das ist voll, voll der Stress jetzt hier. Nein, nein. Nein, nicht da. Ich habe jetzt das Smoke gemacht. Ich merke schon, wir haben das perfekte Timing, Mann. Hab an mir zugesmoked. Hab dahinter eine. Noch eine Drop Lower. Achtung, Flash rein. Gleich. In 5, 4, 3. Notier ganz kurz. 2, 1. So, jetzt. Weil der Nebel ist gerade weg, der Smoke leider ist gerade weg. Keiner da. Keiner da? Schade. Warte, wir wiederholen es nochmal. Jawohl. In 5, 4, 3. Ne, es wird bei A geschossen. Es wird bei A geschossen. Ja, der schießt einfach irgendwie. Ah, wo seid ihr denn? Da ist noch einer am Dropper. Ja, ja, im Dropper? Er ging zurück. Dropper. Ah, Junge, ich dachte, er war. Rechts in der Ecke, Cozy. Der ist low. Nicht links, rechts. Nee, pass auf. Komm, wir knifen ihn. Oh nein. Oh nein. Der Bastard. Ist immer noch Dropper. Nice. Der hat meine Waffe! So. Oh, ich wollte noch eine Arme vor euch greifen. Leider habe ich gleich. Zu spät, zu spät. Den habe ich reingelegt, oder? Den Dropper habe ich reingelegt. Ja, Mann, den habe ich richtig reingelegt. Den hab ich geschädelt, kannst du sagen. Geschädelt hab ich den. I have Trollers, merkt man gar nicht. Hustest du mich? Blau? Husten, ja. Hustensaft, wie Medi-Night und so. Da kommt was. Achtung, was? Da kommt was, Achtung, Flugzeuge. Ja, danke. Sorry, Alter, ich war full flash. Hast du oben weggeflasht? Nichts! Wenn ich hier stehe, rechnet keiner mit mir, oder? Alle denken, dass ich immer an diese. Ja, ich brenne doch. Ich brenne auch. Incendiary out. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt noch was, komm. Die gehen A, die gehen A. Okay, das. Oh, ich wusste, dass er kommt. Mann, weil du gesagt hast, meine Flash wäre jetzt perfekt gewesen. Ja. Blau, Connector. Nee, Dropper, Achtung. Gehen die über lang? Bei dir. Bei B. Es ist noch an der B. Ich flash rüber. Ist auch der plant es. Ach man, der kam von rechts B lang, oder? Ich hätte da bleiben sollen, Mann. Ich hatte noch eine Flash auf Lager und so. Schön. Der Kill war schön. Der Kill war schön. Oh Mann. Hey. Manfred, legst du mir eine Arbeit, oder? Hat Pomfritz? Ja. Dankeschön. Oh. Boah, ich hab gut richtig pro eingekauft gerade. Ich guck lieber nochmal nach. Das ging so schnell, dass ich schon gar nicht mehr mitbekomme, was ich gekauft habe, Mann. Ich hab schon in einer atemberaubenden Geschwindigkeit Shopping gerade gemacht. Wobei mir auffällt, das ich ist für eine Frau ist es schon echt überdimensional. Wir haben gerade Position getauscht, Alois. Ich nicht, ich bin halt der typische Gänger so. 3, 2, 1 und Action! Noch einer. Los und pushen. Yo! Ey,
Du hast mir voll im Weg gestanden, da Mensch! Ich weiß nicht, ob ich dich erschossen habe dabei. Bombe ist B. Was, ich hab 2 Kills? Ich hab doch mindestens schon 10 Leute gekillt, Mann. Hä? Du hast. Das macht keinen Sinn. Da warst du nicht drauf. Die haben bei B lang durchgepusht. 2. Wir müssen eine Eco machen. Hat eine Eco-Runde? Nee, ich kann kaufen hier. Eine legen. Ich auch. Geht, kauf mal hier was hier. Hier. Ich hab schön gekauft. Ich hab, kann alles kaufen. Ja, kauf einen. Rage, kannst du mal Dropper machen mit deiner Schütte? Jo. Ah, klick in 3, 2, scheiße. Pusht, hat noch 70 HP. Ja, pusht, wo was pusht? 30 auf lang, A. Ah. Ah, lang? So. Lass Drop off. Ja, da ist eine A bei A. Die geht durch. A geht durch oben. Oben, Ridge. Lang kommt, Cozy. Schon auf A drauf? Ja. Der kommt hinter mir, oder? Links. Schönes Ding! Toll! Da liegt eine Awe, Cousin. Direkt der nächste weg. Nein! Rechts, da liegt eine Awe, rechts. Nein, links noch. Alter. Hat eine Awe? Hab ich nicht gesehen. Ich hab eine AK gesehen. Hä? Ah, hier, komm. Easy. Oh, was denn jetzt? Warum ist. Die haben wieder aufgegeben. Ja, Alter, jetzt wo ich anfange, die Leute zu messern, geben die auf, oder was? Ich wurde wieder geupprankt. Heute gedownrankt, heute wieder uprankt. Wollen wir noch eins machen, Leute? Weil die haben wir schon wieder aufgegeben. Nee, ich lass jetzt mal einen anderen mitspielen. Oh, ja, dann hören wir auf. Doch, geht, dann hören wir auf. Weil, komisch, bei MKK, wenn da geben die Leute immer auf, wenn wir spielen. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Sorry. Wollt ihr nicht? Nee, dann müssen wir aufhören. Dann zwei Leute, ist richtig. Echt jetzt? Ich hab auf MKK. Warum? Wer geht denn? Wer geht denn alles? Ich muss weg. Alle gehen. Alle gehen! Geht MKK ja, auf? Frag, geht frag mal in den Chat. Ja, ja. Da kommt sicher ich, einer. Ich würde sagen, einfach mal in den Chat. Ne, dann lass uns aufhören. Dann machen wir erstmal eine Pause jetzt erstmal. So, okay. haben wir aufgegeben. Die geben jetzt anscheinend alle auf, das bringt es jetzt gerade nicht. So, dann würde ich erstmal sagen. Genau, danke alle fürs Mitspielen, ja? Tschüss erstmal. Tschüss. Nee, warte mal, ich muss so, warte mal, ja. Ja. Also, okay. Oder warte, ich mach so. Sound resumed. Ich hab Hunger, Mann. Ich hab echt Hunger. Disconnected. ja. Ich habe einen cool gemessert, oder? Und der andere hat auch noch ein gemessert, gleich ein Doppelkill. Der Doppelkill bestand auf einmal Totschießen mit M4 und den anderen habe ich gemessert. Das war richtig globalmäßig, oder? Ja. Wenn jetzt noch ein Dritter gekommen wäre, der hätte noch einen Digi-Klick bekommen müssen, oder? Dann hat man so eine schöne Kombo gemacht. Ein Totschießen, ein Messern und der Nächste kriegt auch einen Digi-Klick. Das ist natürlich dann gemeint. Nein, es ist vorbei. Geh raus, geh weg. So, ja, es ist verrückt, oder? Das ist echt verrückt. Das war echt verrückt. Ich habe dabei noch nicht mal mich angestrengt. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an. Aber ehrlich, nee, wirklich mal, ich habe gar nichts gespürt. So. Also ich hab das einfach so gemacht, das letzte Einkaufen, das ging so schnell, dass ich nochmal überprüfen musste, weil es ging so schnell, dass ich gar nicht mehr mitbekommen habe, was ich da gemacht habe. Das war schon fast übergalaktisch. Wahnsinn, also manchmal, die Kills bei mir sind manchmal so schnell, dass du gar nicht mehr gucken kannst. Das ist richtig gruselig teilweise. Selbst der Gegner weiß gar nicht, was los ist. Aber der Highlight des Tages ist der Typ, den ich bei Toilets mit der Smoke verarscht habe. Was ist denn da gesmoked? Und ich springe ihn auch richtig ins Gesicht sozusagen. Ja, das war witzig. Das war richtig schön verarscht. Naja. Waren auf jeden Fall witzige Spiele. Ja, Mann. Nicht ganz so ernst, oder? Manchmal ist ja ganz schön ernst. Dann meckere ich mit den Kollegen. Und dann bin ich am Rummeckern. Dann gucke ich manchmal traurig. Und dann gucke ich oder bin ganz ruhig. Diesmal hatte ich so meinen Spaß. Zwar nicht so viele Kills, wie gesagt, aber wenigstens Spaß. Also muss ja auch mal sein. Ja. Ja. Hab ich ein gemessert. So, okay, los. Geh mal raus da jetzt. Ja, ich geh doch jetzt schon.
CSGO, man kann sich so schwer davon trennen, oder? Ja, das ist halt so. CSGO. Übrigens für die YouTube-Leute, wir haben es jetzt gerade, solltet ihr dieses Video sehen, das ist gerade, ich mache jetzt gerade Livestream seit 12 Stunden und 55 Minuten. Alter, wie die Zeit vergeht. 12 Stunden, 55 Minuten, wir fangen gerade an so mit Gaming machen. Oh, also jetzt geht es langsam so los mit dem Livestream machen. Also so nach 12 Stunden, so, man kann sagen, nach knapp 13 Stunden geht es jetzt so langsam los mit Games machen und so, ne? Und ja, wir haben es 12.49 Uhr. Guck mal, wir sind immer noch, es ist 12, ich mache Livestream seit 12 Stunden, 56 Minuten und es ist 12.49 Uhr. Ich bewege mich linear zur Uhrzeit mit dem Stream. Das ist irgendwie fast schon wieder mystisch, kann man sagen, oder? Das ist irgendwie mystisch. Das ist so, weiß auch nicht. Keine Ahnung, was hier los ist. Quietsch. So. Dann würde ich sagen, für die YouTube-Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. War doch auf jeden Fall mal... Ich habe jetzt nicht so aufgepasst, wie die anderen Leistungen gebracht haben. Also MKK, Rocket und Prince und Sir Reg habe ich jetzt nicht so aufgepasst, weil ich war mehr konzentriert auf mein mörderisches Spiel, was ich so abgezogen habe. Hey, komm, ich habe ein paar geile Moves gemacht. Komm, da waren ein paar geile Highlights dabei. Also, sag mal jetzt ehrlich jetzt. Das muss man mir schon zugestehen. Ja, Mann, wirklich. Nee, Mann, das meine ich jetzt ernst. Das wirkt jetzt nicht so ernst. Das meine ich jetzt ernst, okay? So, vielen Dank für die YouTube-Leute, okay? Wir sehen uns. Spätestens zwischen Kimmer und Korn. Abflug hier. Ich habe echt Hunger, Mann.